Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im TSW zu den Sonntagsfahrern. Wir fahren ja Züge mal wieder und diesmal eine kleine Änderung. Sonst sind wir uns ja mal hingefahren und diesmal fahren wir mal mit zwei verschiedenen Lokomotiven dieselbe Strecke. Mit dabei bin ich mal wieder der Seidenspieler. Das bin ich. Und ich fahre an der Baureihe 155. Was fährst du? Ich fahre mit einer Baureihe 182. Man kann so ein bisschen sagen, alt gegen neu? Na, ja. Nicht so ganz. 70er Jahre Bau. 70er, 80er Jahre von meinem Lokomotiv gebaut. Deine so 96, habe ich vorhin Bauweise mal nachgelegt. Taurus aber, glaube ich, wird auch gebaut. Taurus sozusagen. Universallok, vor allem von Österreicher genutzt, aber auch in Deutschland. Eigentlich ein bisschen auch in Deutschland mittlerweile. Früher war es fast in Österreich. Mittlerweile auch sehr viel von Güterverkehr und Verleihloks. Ist sie auf jeden Fall 155, eine schöne Lokomotive Henningsdorf. Da würde ich sagen, rüsten wir mal auf. Ups. Ich quatsche wieder viel und bin wahrscheinlich, bis das dazu schon aufgehört. Den Fahrer Bremsschlüssel anschalten, dann können wir die Bremse lösen. Lass mal uns da, aber eigentlich soll alles andere angeschaltet sein. Das kommt die Lüftung an. Mal überprüfen. Parkbremse lösen, gelöst, okay. Dann guck, die Stromversorgung eingestellt ist, sollte sie aber. Ja. Zum Spitzensignal schalten wir mal ein. So. Gut, dass wir nochmal neu angefangen haben. Ich habe nämlich, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig sehe, tatsächlich sogar aus Versehen die Parkbremse gelöst, weil ich dachte, dass sie. Nee, ich habe die Parkbremse angelegt, weil ich dachte, sie wäre gelöst. Und hab's da, ja, so. Können wir jetzt die Bremse hier lösen? Ich krieg noch keine Überbrückung tatsächlich. So, ich gehe noch mal ganz kurz. Ich klicke mal ganz kurz an. Gehe noch mal ganz kurz nach hinten. Gucken, ob da alles eingestellt ist. Haben wir aber gleich alles gut. Ich ja. Nachdem ich übrigens vorhin den Zug nicht eingekriegt habe, einfach. Hier hat alles richtig eingestellt, alles gut. Dann gucken wir noch einmal, ob der Punkt mal oben ist, dann ist dann gleich los. Sollte halt an sein. BSM. So. Einmal ein bisschen wie den Zug reinkommt. Wir fahren ja kaum noch Züge, also ich fahre zumindest Züge. Dann, ich glaube, auch sehr selten in letzter Zeit. Oder? Ja, aber das liegt auch daran, weil ich mich gerade eben mit anderen Sachen beschäftigt habe. Bremse lösen, ist ja noch nicht gelöst. Okay. Zuglichter an. Ich bin wundert, dass die EZB nicht angelegt wird auf dem Display. Ich gucke eben, wo Power kommt. Jetzt die Fahrtrichtung nach vorne. Ach, ich bin doof. Die Fahrtrichtung nach vorne gemacht, dann kann auch nichts angezeigt werden. Wir können los. Ja. Okay, ich fahre schon mal ab. Ich fahre auch ab. Also, glaube ich. Ja, ich fahre. Fährt ihr noch der Regionalzug? Moment, fahre ich jetzt oder fahre ich nicht? Ich glaube, ich fahre nämlich nicht. Ist bei dir gerade der Regionalzug links vorbeigefahren? Ja. Ist schon ein bisschen. Ungefähr von der Zeit sein. So, okay, ich wundere mich, warum ich nicht losfahre, aber ich habe ja auch ein paar Waggons in dran. Ist gar nicht blitzend. Ich habe ein vorne rotes Signal. Ja, habe ich auch. Aber das Ding war doch gelb. Gerade eben war es noch gelb, aber. Ist das Fehlersignal für uns? Nee, ne? Das ist doch. Nicht. Das ist eigentlich mal. Das ist eins daneben. Ja. Weil ich habe eine Zunge gekriegt, tatsächlich. Ne? Echt? Ja. Mal ganz kurz schauen, woran es liegt. Ach, sie fangen sie. Ah, okay. Da verkehrt das einiges. Ich rolle gerade ganz gemütlich mit 7 km pro Stunde Richtung den Personalzug, den Dingszug, den, Regionalexpress. Ja. Okay, jetzt habe ich. Ich habe hier vorhin hinten eine rote Ampel. Profi-Eisenbahnfahrer. Eine rote. Sie fangen.
Oh, ist aber eine sehr schöne Stimme, die einem Sifa ins Ohr schreit. Okay, ich glaube, ich kann den Monitor hier machen. Wie ist denn bei Tauschen mal die Sifa-Stimme? Weiß ich nicht, weiblich. Weiblich. Sifa! Ich glaube, so ungefähr. Schnell oder langsam? Es gibt auch Motive, da klickt Sifa. Motive, Sifa! Ich muss auch wieder anfangen, mein Lokomotive ist echt. Aber rotes Signal hast du noch, ne? Ich hab noch rotes Signal. Ich bin jetzt 45 Meter davon entfernt, aber. Ich rolle gerade auch langsam aufs rotes Signal zu. Ja, ich auch. 4 Kilometer pro Stunde läuft. Rollt. Ist das schon ein Anrollen gegen rote Meter für den Zug? Ich glaube nicht. Ich bleib ja nicht hier mitten stehen. Sie fährt bei 155. Das sind jetzt schon wieder. Ach, weil das Vorsignal nicht besteht. Aber ja, ich fahr. Ich hab eh ein rotes Signal, also scheiß drauf. Fuck off. Brauche ich mir auch nicht. Du hast kein Vorsignal bestätigt, okay. Das ist eine. Also da war ein Vorsignal, oder? Nicht ein Vorsignal? Daumen oder nicht? Keine Ahnung. Ich starte auf jeden Fall gerade. Okay, also. Ich habe bisher nichts beschädigt, außer Sifa einmal oder so. Oder zweimal? Ich habe eh rote Signal, dann lass mich langsam zu. Relativ latte, oder? Da kommt schon der nächste Regionalexpress. Ja, wir müssen wahrscheinlich die ganzen Personen. Der ist wahrscheinlich der Regionalexpress, deswegen wir jetzt rotes Signal haben, der jetzt da einrollt. Ja, der ist. Sehen, aber noch nicht. Weiß ich nicht. Also der in unsere Richtung fährt, der ist ja schon wieder weg. Das ist ja gerade wieder ein weiterer, der halt ganz weit links ist. Ich glaube, der kommt aus der anderen Richtung. Keine Ahnung. Warum muss ich gerade das halt rote Signal haben? Auf jeden Fall haben die Leute zumindest. Ich sehe den aber noch gar nicht, den Zug, den du machst. Der steht bei mir links, also ganz links. Der kommt jetzt bei mir gerade. Ach, ich bin noch da hinten. Achso, okay. Jetzt kommt noch einer. Das ist ein Doppelstock. Ach, der steht links. Ja, den sehe ich, den liegt. Okay. Jetzt kommt. Ja, genau, der Doppelstock kommt jetzt gerade. Aber es kann. Aber wir fahren über die S-Bahn-Gleise. Die S-Bahn. Ich hab. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich roll mit 2 km/h auf. Das rote Ding zu. Ich mit. 3. Also ich bin jetzt noch 100 Meter. Ja. Ich wollte mich rollen, weil ich den schon in Bewegung habe. Aber das Ampel mehr oder also sozusagen das Auto, weil jetzt gegen eine rote Ampel rollt, nicht gegen, sondern in einer roten Ampel, dass man das Zeug schon mal ein bisschen in Bewegung hat, ne? Ja, rote Ampel. Dass man ja, ich meine, das war jetzt in Bezug auf den Straßenverkehr, meinte ich. Wie man das im Straßenverkehr machen würde. Tatsächlich Ampel meint. Da dann mit einem Auto auf rote Ampel zu rollst, dann ist ja auch. Ja, ich fahre schon mal langsamer, dann kann ich so über Ampel rüberfahren. Vorausschauend denken. Genau. Vorausschauend fahren. Spart Strom und Sprit. Also Strom, im Auto Sprit. Ich hab meine ersten Punkte Strom. Bekommen. Wie bitte? Ich hab meine ersten Punkte bekommen. Ich hab noch gar keine Punkte. Warum bekommst du Punkte? Weiß nicht, ich bin jetzt 30 Meter vom Signal entfernt. Vielleicht war es auch die S-Bahn, als links gerade eingefahren ist. Ja, aber da, also es ist ja schon eine, die keine. Ich kenne die Strecke nicht, von daher kann ich nichts dazu sagen. Auf alle Fälle bin ich jetzt 30 Meter vom Signal entfernt, rolle. Da kommt eine S-Bahn, fährt jetzt ab, ach, dass die da stand. So. Spannendes Szenario, wenn wir die ganze Zeit stehen. Auf jeden Fall, immerhin. Wir sind mit 27 Kilometern Luftlinie oder was auch immer das für eine Luftlinie mehr oder weniger. Sind wir losgefahren? Wir haben schon 1 Kilometer geschafft. Ich rolle jetzt wieder gegen rotes Signal, das darf man nicht machen. Das rolle, ja. So, passt schon. Stehe ich halt 37 Meter vor. Ein bisschen Platz, alles gut. Weil bei so einem Zug weiß ich halt nicht, ob ich alles blockiere. Im Güterbahnhof wäre ich dran. So, ich stehe jetzt 11 Meter vorm Signal. Nein, fährt man da nicht mehr an. Ich weiß, jetzt mache ich es wieder. Ich fahre wieder an. Ich
fährt nicht den Güterbahnhof hier, aber ich glaube, das. Und ich weiß draus. Du auch nicht. Ja. Und so. So. Super klare, 220 vor Rote Seele stehen. Das finde ich irgendwie. Eisenbahnalter. So ist es halt, ne? Ist es halt. Als gut du Glockfahrer stehst du eine halbe Stunde. Kann dann nur eine Runde aufsteigen, einen rauchen. Falls du kurz pinkeln musst, drüber bist, oh, würde ich nicht machen. Dann links der Bahnsteig. Obwohl, wenn ich so rechts, wenn du hinter deiner Lok gehst, also hinter den Container, das kann vielleicht jemand durch. Das ist die Frage, müssen wir das Stellwerk kontaktieren oder nicht? Ist das die Frage? Kommen wir mal, ne? War gar keine Strecke. Okay. Das ist schön. Ich habe keine Zugnummer, sonst hätte ich das jetzt wird nachgemacht. Gucken wir mal kurz auf der Karte. Steht auf der Karte? Das gibt's ja irgendwo. Ah, okay, das liegt daran, weil da noch gerade ein Zug steht. Irgendwo. Im Bahnhof. Ja, lass ihn stehen. Also ist alles legit. Ja, vorne, ne, dass man noch mal ein bisschen stehen muss. Ja. Können Leute nicht ein bisschen schneller einsteigen? Steht im nächsten Bahnhof, oder was? Glaube ich zumindest. Also keine Ahnung, ob es ein Bahnhof ist. Eigentlich vom Bahnhof? War oder nicht, aber. Möglich ist es. Mach ein Fenster auf. Siehst du irgendwo das Zeichen des Bahnhofs? Kannst du aus der Lokomotive leider nicht sehen. Ich will jetzt eigentlich warten, wenn das gleiche unten wird aus der Lok bleiben. Hier auch noch sind. Oh, Pilz ist noch zu locker gestiegen. Ja, so locker. Nee, was das ist. Sag Bescheid, wenn grün ist. Der sieht es hier gerade. Ja, ich. Spiele gerade so mal ein bisschen Überwachungskamera und guck dann nebenbei, ob das was kommt oder nicht. Also, es kommt wieder nicht. Ich probiere gerade mal alles vor Ort. Schöne Sonnenblenden. Gucken wir aber nicht. Wir haben jetzt hier Frühlingstag eingestellt. Da brauchen wir keine Sonnenblenden. Fenster habt ihr links auf. Zum macht man mal mein Fenster ein bisschen auf. Ein bisschen Luft. Was hat mit gepiept? Aber gerade. Wir werden das wohl erfahren. Mensch, da kann man ja schon fast hier Dings machen. Ich hab's vergessen. Speed. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich hab gedacht, du machst, wir könnten hier ein bisschen. Also ja, da kann man schon fast den Motor ausstellen, passiert ja nichts. Was kannst du stellen? Man könnte ja fast den Motor ausstellen. Sparen. Solange hier nichts passiert. So, ach, wir gucken uns. Ich guck mal ein bisschen die Lokomotive an. Wir wollten die Lokomotive ein bisschen zeigen. Komm, ein bisschen 155er rein. War doch gerade schon hier. Hier hinten nochmal. Kettenwagen von hier sieht geil aus. Ich muss noch einer, nur dass sie auf Signal haben, ne? Nicht, dass wir beide hier stundenlang stehen, ist grün. Nee, ist rot. Weil ich würde nochmal ganz gut gehen, meine Ansicht nochmal. Zwei. Hier sind wir. Und Zug nochmal in der Länge. Gerade schon mal. Drei ist so eine Ansicht. Kommt noch was hinten, ne? Nee, doch, ich dachte das. Hinten die Kesselwagen. Wir könnten ja prinzipiell mal einfach erzählen, wie viele Kesselwagen wir haben. Ich flieg mal gerade zurück. Ich gerade so wirklich einschlafen wollen, du Schäfchen. Kesselwagen 10. Schäfchen 10 Eisenbahner. Ein Kesselwagen, zwei Kesselwagen. Fahren mittlere Zugart, ne? Ist mir gerade aufgefallen. Also, ich hoffe, dass wir das nicht falsch einstellen, aber. Eigentlich ist mittlere Zugart. Ich glaube, 20 Waggons, wenn ich mich verzählt habe. Mhm. Was mittlere Zugfahrt? Zugart. Wir haben mittlere Zugart eingestellt, wollte ich sagen. Warum war denn beim. Ich bin verwirrt. Warum ist. Wo ist denn da der Scheiben? Ach, da drüber, okay. Mm.
sollen wir lang? Da steht immer noch ein Zug. Warum steht immer noch ein Zug? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube aber, wenn es bei uns einen auftritt, ist glaube ich ein Bug. Aber das, also das für den Zug, da ist glaube ich, also irgendwann kam halt ein grünes Signal, aber der Zug, der da steht, der hat halt in beiden Dingern da halt. Was mich interessiert, wie steht denn da für ein Zug rotes dabei? Signal. Das wundert mich jetzt da halt gerade. Gibt es nicht eine fliegende Kamera? Mal hinfliegen? Gibt es nicht eine für die freie Kamera? Welche Taste ist die freie Kamera? 5? War das nicht 8? Aber kann man überhaupt so weit fliegen? 10. Du achtest auf Signal, ich fliege. Ja, okay. Dann flieg mal schön. Schön in Landschaft. Schön. Wuppertal. Was natürlich vom Prinzip her, wobei können wir das machen? Ne, das Problem ist, dass es ein Fahrplanmodus ist. Wir können da, jetzt ist das Signal für den Zug auf grün. Das heißt, der wird wahrscheinlich gleich losfahren. Ah, okay. Also zumindest grün, wo wir halt auch lang fahren. Danach ist es wieder rot, danach ist es wieder grün. Ja, wir machen jetzt im Blockabschnitt den her vermutlich. Das heißt, ab und zu mal ein bisschen die Bremse müssen. Ich meine, Güterzug im Blockabschnitt hier in der 10. ist nichts Neues. Aber schon beim TS hatte ich auch schon öfter. Schon auf dem Blockabschnitt hinter Zügen gerollt. Regionalzüge. Dann an jeder. Wie gesagt, warte mal, jeder Milchkanne gehalten hat. Ach ja. Dann soll ich spannend. So. Ja, wie gesagt. Ich wollte gerade sagen, worüber wollen wir reden? Wo? Alle, ja. Ach, letztes Mal schon drüber geredet. Letztes Mal schon drüber gemacht, wo wir die ganze Zeit gemacht haben. Mitten am Ende der Folge. Ich glaube, es geht nicht los. Ja, wir haben jetzt zwei rote Signale, eine längere Strecke, dann wechseln wir das Gleis. Der Zug fährt jetzt gerade los. Ich bin übrigens nicht mehr hingeflogen, weil ich glaube, du hast gesagt, der fährt los. Also jetzt fährt er erst los. Also ich gucke ja gerade auf meinen Streckenplan, so ab und zu mal, ne? Der fährt jetzt ist los. Ist M der Streckenplan? Wie ist denn Streckenplan? 9 war das. 9. So, der ist jetzt da weg. Das heißt, es müsste jetzt prinzipiell für uns langsam losgehen. Ja. Ja. Ach Gottchen, das ist jetzt aufregend. Was muss ich jetzt alles machen? Ich so fahr schon. So lange musst du machen? Ja, nein, das war jetzt einfach sarkastisch. Ich darf aber nicht schnell fahren, weil ich noch eine 500 Hertz Beeinflussung habe. So. Jetzt fahren wir mal halt erwartet hier am Signal vorbei. Habe ich jetzt überbrücken? Ah, ich habe überbrücken gedrückt, deswegen. Wollte ich gar nicht. War eigentlich habe ich das Signal bestätigt. Das Problem, wenn ich mal drücke. So, jetzt bin ich aus dem Wechselblick raus, das heißt, ich kann jetzt auch auf 60 beschleunigen. Hm? Ich habe noch eine Herzbeeinflussung, die ich gerade schon wieder habe. Die Brille noch nicht gelöst. Rollen wir hier mal mit 20 raus. Haben wir noch ein bisschen was zu ziehen. Ein bisschen beschleunigen können wir trotzdem. Lassen wir es aber erstmal dabei und beschleunigen wir dann erst später wieder. Wir waren gleich nochmal Bild rund, war Signal bestätigt. Habe ich mich gerade die ganze Zeit. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt wechseln wir das Gleis, deswegen. Wie gesagt, lang mehr Zug gefahren. Wir waren selten Zug gelitten. Ja, jetzt wechseln wir das Gleis. Alles bestätigen. Haben wir auch mal ein schönes Ding mit. Ist auch schön hier. Ach, stehe ich jetzt wegen 30? Nee, doch. Gut.
Mann, das Problem ist, diese Sifa ist so laut, dass ich immer denke, ich stehe schon. Das haben wir nicht auch schon gehabt. Okay. In der Ecke kriege ich eine Zwangse. Also mal hier, so kein Weg rüber. Es sind ja doch die S-Gleise hier vorne. Sifa. Ja, Sifa, Sifa. Was ist dein Name? Frau Sifa. Schön, Sie kennenzulernen, Frau Sifa. So, Adrichens Fahrtschein langsam ausrollen lassen. Ich bin immer ein bisschen schnell für die alten Box von den. Man muss ja die eigentlich langsam runterlaufen lassen. Ich bin da ein bisschen hektisch. Ja, was langsam runterlaufen lassen? Bei meinem Haus so ein Schalterrad noch, ne? Okay. Ah. Meine ja. Lokomotive. Und ich halt die Schalt langsam runterlaufen lassen. Okay, links 100, rechts 90, okay. Bald dürfen wir 130 fahren, okay. Können wir ein bisschen mehr beschleunigen? Ich bin offensichtlich noch begrenzt. Wo bist du denn gerade? Ich bin noch ein Stück, ich will wahrscheinlich schon ein Stückchen weiter vorne. Ich bin jetzt 25 Kilometer entfernt vom Ziel. 25? Ja, ich auch. 25 Kilometer bin ich auch weg. Aber ich darf 60 aus dem Bahn raus. Nicht, dass du gleich knallst. Standbahn angeschlagen, aber. Okay, ich bin da schon ein bisschen weiter. Ich komme in die 100er Zone gleich. Also jetzt bin ich mit der Lokomotive in der 100. Zug drüber ist und da habe ich 100. Ja. Ich bin. Ja, gut, das. Ja. Ach, da hinten sind die 130. Da bist du schon bei 30. Ich bin erst gleich bei 130, ja. Und zwar jetzt mit der Lokomotive. Du bist so 500 Meter vor mir circa. Okay, in 3,8 Kilometern muss ich aber auch wieder langsamer fahren. Also von daher. Wirklich lohnt, tut sich das nicht. Dann geht's wieder direkt runter auf 60. Dreck ist ziemlich cool mit ein bisschen durch die Stadt vor mir. Also bin ich auch schon mal gefahren. Ich bin gar nicht so häufig gefahren, ich glaube zweimal höchstens. Auch, ich glaube für mich selber so höchstens zweimal mehr. Zum Beschleunigen. Wenn ich wechselblicken, bin ich schon. Okay, 4 Kilometer und 160 Kilometer pro Stunde, sehr schön. Haben wir zumindest auch schon mal eine Vorbeifahrt in voller Länge drin. Perfekt. Vielleicht kann ich erkennen, was für einen Bahnhof wir haben hier beim Vorbeifahren. Wahrscheinlich eher nicht. Ersten Kollege? Ich habe keine Ahnung, wir sind zu schnell. Dafür kenne ich die Strecke nicht. Ich brauche die ganze Zeit nur 60 irgendwie. Ich bin ein bisschen langsam. Ich glaube, ich komme eh ganz wieder 60 oder sowas, ne? Nee, die 60 nicht. Wirklich. Also bei mir ist es jetzt also gesprungen von 60 auf 160. Aber die können nicht ausfahren. Mittlere Zugart. Aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht, mittlere Zugart voll. Ich weiß nicht, ob wir das stellen hätten müssen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich lasse das einfach. Also ich mache. Ich stelle auch die Zugart, stimmt. Mittlere Zugart ab. Alter, müsste man jetzt auf die Wagen gucken. Okay, da wären irgendwie 80 schon angebracht gewesen und nicht 130 hinten an der Stelle. Das war schon. Da ging es ab. Das war eine scharfe Kurve. Ne, das war eine scharfe Kurve, also es war schon eng. Schon sehr, 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 sehr eine scharfe, ja, scharf war die Kurve. Schlaf. Kilometer hast du noch? 20. Okay, 2 Kilometer vor mir. Aber wir machen ja keine Rennen. Nee. 100 Kilometer. Ach, 100 könnte Kilometer. Aber auch wieder passieren, so die Ideen schwirren, warum das Duell bald mal. Genau. Aber wann und wie wissen wir noch nicht 100%. Sifa. Ich dachte eigentlich 120. Ich dachte, ob ich wirklich 120 darf. Ich glaube, mit dem Wagen nicht.
aber einfach. Ich weiß nicht. Ah. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt so lange. Ja, das dürfte es ja klappen mit den Bremssachen dann noch. Weil Wagen dürfen bestimmt nicht 100, glaube ich. Ja, gut. Steht's dran? Ja, steht eh dran, aber ich müsste jetzt nachgucken und das dauert. Ja, das. Also meiner Meinung nach, also sollte das halt dann eher so sein, wie es ja auch beispielsweise in Train Transport Fever und so weiter ist, dass die halt dann nicht schneller fahren können, die Dings, ne? Das Komplott, sag ich mal. Fährst du 120 gerade? Ich fahre 140, glaube ich, gerade. 140? 135. Ich bremse jetzt aber auch gerade ab, weil ich. Eigentlich. Schuss. Weiß ich nicht, also. Solange er abschießt, aber ich hätte gedacht, bei 140. Ich bin mir so ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich wirklich. Das Richtige habe, ob ich nicht auf Person eingeschaltet bin. Was siehst du da, ob du die 50, die 70 oder die 95 leuchtet? Alter. Okay, bei mir leuchtet die 85. 85, nicht 95. Dann ist es falsch, dann fährst du obere Stuttgart. Das ist für ein Glück Quatsch. Das fahren eigentlich nur Personenzüge. Es ist M oder U? Weil ich fahre nämlich mittlere Stuttgart 70. Das klingt realistisch. Aber dann kann es nämlich sein, dass die Quatsch einstellen, damit ich selber auf die Wagen. Können. Oder wir müssen wissen, wie schwer der Zug ist. Das ist daran ja eigentlich drauf an, wie schwer der Zug ist. Wie lange, um dann auszubrechen, wie lange es braucht zu bremsen. Keine Ahnung, also. Aber ich, der steht Gewicht bei. Das wäre nochmal, das könnte eigentlich irgendwo nochmal reinschreiben. Oh. Das ist mich wirklich realistisch einstellen. Na, müsst du gleich bremsen? Rotes Signal. Rotes Signal. Ich habe noch. Freie Fahrt, ehrlich gesagt. Weil dann müsst ihr ja dann zum Gelb kommen, wenn ihr jetzt gleich auf bringt. Hast du ein gelbes Signal gehabt oder ein direkt rotes? Ich hab kein gelbes Signal und jetzt kommt ein rotes. Ja gut, das ist klar. Rotes kommt. Dann ist es ja gar nicht schlimm, dass ich jetzt erlebe, weil perfekt hätte ich Geld wieder dran. Dann ist sogar Energiesparen aber. Keine Energie geht verloren. Das war natürlich Absicht, dass ich hier rum fail. 100? Ja, haben wir. Noch ein bisschen runter. Ja. Gib Gas, Junge. Ja, gib Gas. Immer noch grün. 16 Kilometer, grüne Welle. Hä? Bremsen! Ich will nicht zurückrollen. Hallo. Wie viele Kilometer noch? 15. Warum stehst du nicht? Schon interessant, wie diese Szenarien funktionieren. Ich glaube, dass das genau gleich wäre. Hallo, gib Gas. Jetzt haben wir ein grünes Signal. Aber aus irgendeinem Grund fahre ich jetzt vorwärts? Ja, jetzt fahre ich vorwärts. Boah, 2,6% Steigung. Da bin ich gefühlt glatt erstmal wieder 10 Kilometer zurückgerollt. Ja, ich muss auch, jetzt geht's hier richtig. Ich muss ein bisschen Power machen. Ich hole gerade auch. Schalte auch gerade die Gänge auf. Das ist natürlich auch ein geiles rotes Signal. Bei der Bergspitze. Mit Berganfahrt. Also ich nicht verstehe, dass du keine grüne Welle hast. Oh, fuck! Ich habe jetzt auch ein rotes Signal. Hab ich geguckt? Das kann
nicht, das kann passieren. Manchmal habe ich diese. Ich habe ja eine rot-grün. Das ist eigentlich. Quatsch, das ist grün. Hä, was ist denn mit den Nahen los? Das ist einfach ein rot-grün gewechselt einfach. Nicht auf Gelb, sondern einfach auf Grün. Also quasi, aber. Wo bist du gerade? Weit entfernt? So, ich muss einmal die Fahrschalter jetzt rausnehmen, weil ich bremst. Jetzt kann ich wieder aufbauen. Also ich bin jetzt 13 Kilometer entfernt. 13? Okay, ich bin 14 entfernt. Ich habe auch gerade kurz einen roten Signal gehabt. Oder mich. Irgendwie, oder ich habe mich verguckt. Wahrscheinlich habe ich wieder gefällt. Aber wenn du ein rotes Signal hast, ist das ja gar nicht so unrealistisch. Und du stand wirklich gerade vom roten Signal, oder was war los? Also ich stand noch lange nicht mehr vor dem roten Signal, ich stand 700 Meter davor und dann bin ich zurückgerollt und dann war es plötzlich wieder grün, nachdem ich dann endlich mal hier... Also, ich habe so was, gesehen nicht wirklich viel Zeit verloren, weil ich wieder Gas geben musste. Was war, wo standest du vom roten Signal davor, oder was? 700 Meter davor, ja. Aber du stehst oder du fährst jetzt noch? Ich fahre jetzt wieder. Ah, okay. Ja, bei mir war nämlich auch kurz rot und dann... Oh, jetzt fahre ich fast 120. Geht bergab, ne, gerade? Ja, jetzt geht's bergab. Holy shit, was war das denn wieder für ein Scheiß? Bremsen hier. Mir kommt nämlich diese 120 mit dem Güterzug Audi ins Geheuer vor. Selbst, und diese Kurven sind manchmal echt, ich würde gefühlt nicht 120 ausgelegt. Ich stehe hergeschickt werde. Ja, wie gesagt, da war eben auch so eine Stelle, wo ich sagen würde, die war eher ausgelegt auf 80 oder so. Oder wie am besten sogar noch 60. Na, vielleicht liegt es beim Güterverkehr. Aber das war ja halt normale Strecke, ne? Also. Das war ja nicht irgendwie so von wegen, wir wechseln jetzt das Gleis und freuen uns einen Keks oder so. Das war ja normal. Mhm. Geht's wieder hoch? Oh, ich bin 60 runtergebremst. Das ist ein bisschen langsam. Jetzt bin ich 13 Kilometer Luftlinie entfernt. Jetzt geht's bergab. Okay. Übrigens die Funkstörung, dass hier manchmal den Seiten nicht so ganz voll. Das liegt nicht am Internet von uns beiden, das ist völlig überlastet, weil alle im Internet sind. Nein, das liegt am Funk. Wir müssen ja innen bleiben. Ja. Zugstörung. Das liegt auch überhaupt nicht daran, dass trotz 20 ms beim Voice irgendwie ein Paketverlust von 15 oder 16% ist, warum auch immer. Okay, also vermutlich, weil... Ist das dir oder an mir mit dem Paketding? Das mit dem Paketverlust liegt an mir, aber das kann aber halt auch daran liegen, weil wir halt hier im quasi privat und nicht irgendwie serverseitigen Ding sind. Oder, ja. Genau. Wir können gleich mal versuchen, auf dem Server vielleicht besser geht, wenn wir den nächsten... Wir wollen ja vielleicht noch eine machen, steht dann fest. Schon wie viele Kilometer hast du noch? 12. 12? Krass. FIFA. Immer 9,4. Aber ich hatte ja auch keine Bremsmanöver drin. Deswegen. Ich bin ins Bremsen gegangen, gerade kurz, als ich rote Signale und da war es direkt wieder. Voilà. Geht bergab. Leistung rausnehmen. Bisschen jetzt wieder bergauf, glaube ich. So. Schauen wir nochmal den Zug von Leiter an. Sehr schön. Mit den Kästwagen. Oh, 1,4 Kilometer nach 160. Was fährst du? 1,4 Kilometer darf ich 160 fahren. Aber nur weil du die Zugart falsch eingestellt hast. Ja, ich hab's jetzt auf M gestellt, aber es ist halt immer noch so. Also keine Ahnung. Ja, aber da steht da immer 160 fahren, steht bei mir auch. Tja. Das kommt ja drauf an, welche. Oh, darf nicht mehr schneller. Ich hoffe, ich werde gleich abgeschossen. Ja, ich werde gleich abgeschossen. Jetzt geh in Bremse! Ja, jetzt wurde ich abgeschossen. Klasse. Ich war voll in der Bremse, die Bremse ist nicht gezogen. Scheiß Altbohrloks. Mann!
Jetzt haben sie mich abgeschossen, ne? Ich glaub, was macht denn? Kann ich wieder oder kann ich nochmal Leistung? Nee, ich bremse. Fuck. Bremse ich mal mit. Nee, warte, oder? Oder? Wurde ich? Nee, ich wurde nicht abgeschossen. Ich erzähl wieder Quatsch. Irgendwie macht passiert gerade nichts. So, ich muss einmal klarkommen, ob ich fahren kann. Nee, ich fahre. Ich hab nur die Bremse. Ich denke dann manchmal an die Bremse zu lösen. Und dann wundere ich mich, dann denke ich mir, oh, ich habe ihr Zeug gekriegt, weil das normalerweise Bremse. Ich gemerkt, ja, meine Bremse ist auf 64% eingestellt. Kein Wunder. Ich mache wieder Fenster zu. Langsam wird es hier kalt, Führerstand. 150 Kilometer. Oh, falsch rum. Was los? Ich wollte eigentlich gar nicht bremsen, hab aus Versehen gebremst. Ich fahr doch so energetisch falsch, völlig für die Tonne. Manchmal runterbremse 60 und dann wieder Gas beschleunige, weil ich zu heftig bremse. Heißt das energetisch? Also energisch heißt es nicht, das ist was anderes. Ich verbrauche viel Strom. So. Das ist mein altes Seinste. Also könnten wir auch so langsam mal die Auswirkungen von, aber das heißt Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das wird ein Spaß, den ganzen Scheiß hier rauszuschneiden. Wegzuschneiden? Den ganzen Scheiß rauszuschneiden, wenn hier diese Festplatte, warum auch immer, kurz mal einen Peak hat und dann das Spiel erstmal wieder einfriert. Ah, okay. Dann bist du wahrscheinlich auch ein paar Sekunden hinter mir jetzt, das Ding. Keine Ahnung, 4,5. Also ich bin jetzt bei 30 ab jetzt. Ach, ist jetzt erst bei 10,30? Ich bin jetzt bei 10,30, 35. 10:35 ist es bei mir? 10:30:40. Okay, bei mir ist 31,8, 9, 10. Man merkt also schon deinen Freezer, wenn wir hier sind. Alter, diese. Ja. Was ist los? Herzlichen Glückwunsch. Also, keine Ahnung. Also, ich sag mal so: Das habe ich bisher noch nicht gehabt. Mit dem Spiel, dass es irgendwie so rumgebackt hat. Ich habe jetzt eine Zwangse bekommen wegen. Oh, und ich habe auch eine Zwangse bekommen, hab ich nicht aufgepasst. Ich hab eine Zwangse bekommen, weil das Spiel über einen Zeitraum von 10 Sekunden komplett am Eskalieren war. Ah, okay. Und dadurch konnte ich halt die Zwangse nicht beschädigen. Ich hab auch gerade eine Zwangse bekommen, wenn ich aufgepasst habe. Okay, aber das ist das Spiel. Warum ist das das Spiel? Zwangsbremsung. Och, Zwangsbremsung, ich krieg gleich eine Zwangsbremsung in deinen. Zwangsbremsung. Das ist immer etwas unerträglich, wenn ich hier die Zwangsbremsung kriege. Zwangsbremsung. Jetzt halt die Schnauze mit deiner Zwangsbremsung. Und deswegen gebe ich euch gleich eine Zwangsbremsung. Ich bin froh, dass du nicht in meiner Lok sitzt. 55, die Fliege. So. Verstehe ich aber nicht. Dann wollen wir mal wieder abfahren. Gleich. Allerdings nicht so schnell, wir sind in der 1000 Hertz Beflussung. Oh, passt doch nichts. Ich schalte, doch, ich schalte Leistung auf. Nee, braucht man keinen. Ich bin wieder zu hektisch für ältere Loks. Kollege Regional Express. So, ich bin mal.
Jetzt. Ja, wir brauchen ein bisschen lang, 5 Meter ein bisschen langsam. Oh, ein bisschen viel langsamer. Fuck! Ich stelle der Beschleunigung, wenn der Berg runterfährt. Jetzt, ja, sehr gut. Ach, ich wollte dich bremsen. Ja, wieder zu viel. Jetzt stehe ich schon wieder, weil ich doof bin. Geht doch. Ja, ich fahre jetzt wieder los. Ich bin gerade kurz losgefahren, aber jetzt passiert wieder nichts. Bremse soll ich doch ab. Bremse? Ich war noch gelöst. Jetzt. Okay. Hey, warum bremse ich immer direkt wieder? Was zur Hölle passiert? Ja? Jetzt gib Power. Gib Schubrakel. Also. Im Massen eines Güterzugs. Zugbeeinflussung. Oh Gott. Puh. Fährst du auch wieder? Ich fahre jetzt auch endlich wieder 3 Kilometer auf Luftlinie oder was auch immer. 3 Kilometer noch? Ja. Mensch, ich bin das ist für ein Abenteuer gewesen hier. Holla, die Waldfee. Jetzt gab's eine Peak, aber kein Krizzler. Also, keine Ahnung, so Mini-Freezes sind ja normal ab und an mal, aber. Das war wieder was von einer anderen Welt. Auf jetzt angekündigt? Deswegen habe ich aber noch die Zwangs gekriegt. Alter, ich hab's doch bestätigt! Fuck you! Ende ist wiederum ist doch bestätigen! Warum kriege ich den Zwang so, wenn ich. Ah, das habt ihr gesehen, dass das bestätigt war. Zugbeeinflussung. Was ist dein blödes Problem? Ich hasse das manchmal. Jetzt darf ich wieder warten. Ich am Arsch. Komm, runter auf 40. Ja, runter auf 40 auch gerade. Und irgendwie habe ich trotzdem abgeschossen, obwohl ich dran besteht. Beep? Was beep? Warum beep? Warum beep? Warum beep? Warum beep? Hat zwar gerade zu beep, aber hast du laut gemacht? Du hast ja gerade Beep gemacht. Ja, voll. Hat mich gerade etwas verwirrt. Muss ich ja zugeben. So, jetzt geht's wieder vorwärts. Hier geht's nicht. Können wir jetzt endlich Leistung aufschalten? Danke. Sind sich Bremsen doch gelöst? FIFA. Ich kann jetzt nicht wieder. Komm ich jetzt nicht vor gerade? Weiß ich nicht. Ich bin zumindest 2 Kilometer jetzt vom Ziel entfernt. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Krieg keine Power. Bremsen sind doch voll gelöst. FIFA. FIFA. Ja, ich brauch zum Teil. Aber das Problem war. Also, nee, ich hab Power bekommen, aber ich kann mich los. Also, das Problem war was anderes. Okay, jetzt geht's los. Okay, das macht Sinn hier am Hauptbahnhof vorbei. Letztlich war ja unsere Geschwindigkeit angekündigt. Wo bist du gerade? Wie weit ja Sifa entfernt? 2, 3, okay. Ja, ich rolle gerade mit 22 Kilometern am Hagener Hauptbahnhof vorbei. Ich glaube, es ist der Hagener Hauptbahnhof.
Das ist Hagen Hauptbahnhof. Ja, ich fahr. Ja, das ist Hagen Hauptbahnhof. Bevor 50 hier kündigt. Auf dem Signal 40, also hätten wir so ein Signal. SIFA. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ach ja. Da war ja heute schon wieder alles dabei, ne? Rotes, ja, bei mir war wieder so Quatschfahrt. Völliger Bullshit. Rote Signale, SIFA, Zwangse. Wobei, ja. Nennen wir es mal eine halbe Zwangse. Es war eine Zwangse, für die ich nichts konnte. Mhm. Also ich hab sicher bestätigt, aber es kam, wurde dann nicht angenommen, weil es halt, ja, da hätte ich wahrscheinlich immer in diesen Millisekunden hätte ich halt den Impuls senden müssen, aber das war echt awkward. SIFA. Weil Leute am Bahnhof verstecken. Bisschen pfeifen. Bisschen pfeifen. Hm? Ah ja, warum fahre ich eigentlich nur 20? Ich kam irgendwie langsam vor. Ich bin der Juckelpass hier. Das habe ich von mir gerade gedacht. Oh, keine Lust mehr mit 20 mehr rumzugurken. Ich schalte jetzt wieder auf 40. Ist mir nämlich doch ein bisschen zu langsam. Zugbeeinflussung. Ich komme aus dem Wechselblick raus. Auch weil es nicht wirklich viel Sinn macht, aber. Zugbeeinflussung. Ja, rotes Signal habe ich gesehen. So. Oh, falsche Richtung. Was machst du? Falsche Richtung? Was machst du jetzt? Ich wollte die Bremse lösen, eigentlich, aber. Ah. Ich kann sagen. Den Befehl falsche Richtung habe ich noch nie gehabt. Achso, da hinten muss ich hin, okay. SIFA. Ein Kilometer noch, dann bin ich da. Wir sind 300 Meter. SIFA. Mal langsam die Schalter ablaufen. Geht's eigentlich bergab? Nee, eigentlich nicht. Zumindest nicht da, wo ich bin. Hm? Ist das rote Signal? Bienenlicht, ja, machen. Ich hab 27 km, die lasse ich jetzt ausrollen. 27 km/h. So. So, ein bisschen noch Leistung aufschalten. Weil sonst ist das eng von der Drehgeschwindigkeit. Willst aber auch einen Meter genau halten. Das ich stehe 8 Meter davor und es zählt nicht. Also von daher. Ach so, dann musst du einen Meter genau halten. Komisch, bei mir, man, das mal, als ich da in
war, bin ich 500 Meter vorher gestiegen oder 300. Das war trotzdem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geht doch. Ich bin auch gleich da. Ey, Goldmedaille. Echt? War zwar scheiße, aber offenbar nicht so scheiße. So, ich habe noch 100 Meter. Easy. Na, stehe ich aber schon gleich vorher. Komm, ein bisschen Lösung noch. Stehe ich jetzt gleich. Ich wollte gar nicht stehen so früh. Weil ich Bremse gezogen und Leistung abgeschaltet habe. Und komm, bevor ich noch fahre, ein bisschen 10 Kilometer. Misst er sogar noch, weil er hat gerade gar nicht. Ah, einer war ich kurz drüber mit der Geschwindigkeit. Aber schön, dass es auch auf diesem Szenario, ja, 3 Meter. Da Goldmedaillen gibt. Also, dass es da Medaillen gibt. Hat immer irgendwie ein bisschen was. Eine Goldmedaille, sehr cool. Ich meine, das ist nicht vergleichbar, wie du das nur kriegst. 2705. 2690, das ist so viel. Ich bin aber, glaube ich, einmal über der Geschwindigkeit gewesen. Ich war nur die ganze Zeit langsamer. Man sieht ja immer so Kurven, wo ich da wieder so viel zu heftig abgebrochen habe. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.